So, hallo. Macht er das automatisch? Sieht so aus. Jetzt kriegen wir eine epische Zwischensequenz. So, stellt er sich jetzt hier hin und dann so, huhu, Tiger. Und dann. Die Vorbereitungen für einen erfolgversprechenden Betäubungsschuss sind endlich abgeschlossen. Ich locke den Tiger zunächst ins Dorf und verstecke mich dort auf dem Dorfplatz hinter dem Baum. Dann sollte die Ziege die Aufmerksamkeit des Tigers auf sich lenken, was mir die Zeit für einen gezielten Schuss mit dem Narkosepfeil verschafft. Hoffen wir nur, dass das Betäubungsmittel so wirkt, wie der Alte es beschrieben hat, um meinetwillen und um der Ziege willen. Okay, Umfrage für den Chat. Wo wärt ihr lieber, die Ziege oder der den Pfeil abschießt? Oh, guck mal hier. Ein schönes Tier. So. Macht er das automatisch? Oh, hier. Zitter, 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 zitter. Jetzt oder nie. Okay. Du hast nur einen Versuch, Fenton. Also konzentrier dich. Sieht so gemein aus, ne? Oh, der arme Tiger. Putz. Hast du So. ihn erlegt? Nein, Ja, guck nur dir mit doch dem an. Narkosemittel aus den Pilzen betäubt. Betäubt? Und was passiert, wenn er wieder aufwacht? Dann wird er sicher noch gefährlicher sein, als er es ohnehin schon ist. Schauen Sie doch, er ist verletzt, wie ich vermutet habe. In seiner Vorderpfote steckt ein langer Nagel. Ja, du hast recht. Er ist offensichtlich in eine Falle geraten. Eine Falle für Tiger? Nicht unbedingt für Tiger. Viele Bauern in dieser Gegend schützen ihre Felder und Plantagen mit solchen Stachelfallen vor allen möglichen Tieren. Wenn ein Tiger von so einer Falle verletzt wird, Ja. kann er natürlich nicht mehr wie gewohnt jagen. Und ist zu Recht übel gelaunt. Deshalb sucht er sich leichtere Beute. Hühner, Mensch. Ziegen und andere Haustiere. Genau. Also schön. Genau. Lassen Sie uns den Nagel herausziehen. Dann bringen wir den Burschen von hier weg und hoffen, dass er sich über kurz oder lang wieder in sein natürliches Revier begibt. Das könnte funktionieren. Dir gebührt mein Dank und der des ganzen Dorfes, Fremder. Schon gut. Sehr gut. Vergessen Sie nicht, dass Sie mir jetzt einen Gefallen schulden. Ah, Zunächst zwei. sollten wir uns aber um unseren Patienten kümmern. In Genau. Ordnung. Ich hole einen Karren, mit dem wir ihn auf die andere Seite des Tals fahren können. Was meint er mit Karren? Schubkarren oder was? 2 Stunden später. Ich meine, ein Tiger ist verdammt schwer. So, das wäre geschafft. Dann werde ich dich jetzt, wie versprochen, zum alten Tempel führen. Folge mir. Was war mit der Ziege? Wurden Wir die jetzt sind als da. So? Wegzehrung mitgenommen? Ich sehe aber gar keinen Tempel. Hinter mir in der Lagune. Was? Was soll das bedeuten, in der Lagune? Den Überlieferungen zufolge befand sich hier bis vor wenigen 100 Jahren ein enges Tal, in dem ein Tempel stand. Eines Tages nach einem schweren Sturm wurde das Tal jedoch überflutet und mit ihm der Tempel. Seitdem befindet sich alles, was davon noch übrig ist, auf dem Grund der Lagune. Stöpsel finden und Lediglich diese ausziehen. Statue dort, die auf dem Dach des Tempels steht, zeugt noch von der einstigen Größe und Pracht des Bauwerks. Befinden sich womöglich unter Wasser noch intakte Bereiche des Tempels? Da bin ich überfragt. Ich kann nicht schwimmen. Deshalb habe ich nie nachgesehen. Na gut. Auf jeden Fall vielen Dank für die Hilfe. Es war mir eine Freude, Fremder. Ich mache mich jetzt aber besser auf den Weg in unser Nachbardorf, Genau. um unseren Frauen zu berichten, dass der Tiger keine Gefahr mehr darstellt. Willst du mich bis in unser Dorf begleiten? Nein, danke. Hi. Ich bleib noch. Ich kann nicht so einfach unverrichteter Dinge wieder verschwinden. Wie du Genau. meinst. Viel Glück. Das werde Danke. ich brauchen. Nein, brauche ich nicht. Verstand, Grips. Der rennt aber wie 100-Meter-Läufer. Sodele. Also, hier ist jetzt ein alter Tempel. Okay. Was haben wir hier? Tonkrug, Wasser. Das mache ich immer automatisch. Einmal Wasser, kommt sofort. So, muss ich jetzt die Lagune schöpfen? Hier überwuchern Schlingpflanzen eine alte Steinsäule. Oh, was ist denn, wenn wir die Schlingpflanzen von der Steinsäule befreien? Mach doch mal. Die kräftigen Schlingpflanzen sitzen unglaublich fest. Ich bekomme sie so nicht von der Säule ab. Du wärst ein ganz schlechter Gärtner. Kann ich mal ein bisschen Unkraut hier hin? Mit den Feuerstein? Nein. Was haben wir denn sonst noch hier?
zum Pfad, Lagune, Steinstatue, Wasserfälle. Diese Lagune entstand vor einigen hundert Jahren, als eine Sturmflut das Tal hier überschwemmt hat. Dabei ist leider auch der Tempel der Hüter unter Wasser verschwunden. Kannst du schwimmen? Vielleicht ist unter Wasser ja noch etwas vom Tempel erhalten geblieben. Auch wenn ich mir keine großen Hoffnungen mache, einen Versuch ist es auf jeden Fall wert. Also, hinein ins kühle Nass. Hüp. Ja, ich würde auch an den Ufer... Na wunderbar, das fehlte mir gerade noch zu meinem Glück. Hier unten zieht ein Hai seine Kreise. Ein kapitaler Bursche, mit dem sicher nicht zu spaßen ist. Na, wenigstens sieht der Tempel noch halbwegs intakt aus. Vielleicht kann ich hineintauchen und finde dort den zweiten Portalschlüssel. Solange sich aber der Hai hier herumtreibt, schwimme ich mal lieber schön langsam und unaufgeregt zurück ans sichere Ufer. Und nun? Der Hai muss irgendwie verschwinden, sonst komme ich niemals in den Tempel. Naja gut, es ist ja an der Küste, also das kann schon Salzwasser sein, ne? War ja Überflutung, also kann da ja auch ein Hai sein. Es ist eher ungewöhnlich, aber nun gut, Krokodile waren nicht zur Hand. Was ist denn, wenn wir jetzt hier... Ich nehme das Tuch über die Augen des Hais, dann sieht er nichts und ist... Die kräftigen Schlingpflanzen sitzen unglaublich fest. Ich bekomme sie so nicht von der Säule ab. Hier überwuchern Schlingpflanzen. Ja, das hatten wir schon. Gut. Nur diese Statue ist vom Tempel noch zu sehen. Der Rest verschwand unter Wasser, als diese Lagune entstand. Tja. Was haben wir denn? Also, wir haben das Drachenauge, ein Tuch, Feuerstein, eine Schnur und einen Tonkrug, jetzt Vollwasser. Ich glaube nicht, dass er nochmal ins Wasser springt. Was ist denn, wenn wir hier rausgehen? Haben wir noch andere Stellen? Also, hier. Hi, was? Haitapuzza Jungle Lake. Okay, Small Lake, Indian Jungle. Okay, hier ist River. Tiger. Wir kommen jetzt ja hier hin. Der Tiger ist nicht mehr da. Wir kommen ans Flugzeug. Und da ist eine epische Harpune drin. Und dann machen wir den Hai, aber... Zum Glück bin ich ein guter Kletterer. Die Ziege wird wieder benötigt, meint der Gewi. Ich weiß nicht, ob Haie auf Ziege stehen. So unter Wasser? Da müssten wir sie vorher noch so ein bisschen anritzen. Nee, ich lasse das Thema lieber. Aber ich weiß, das zu schätzen, die Art, wie du denkst. Das finde ich gut. Ich kletter da nicht rein, nur durchsuchen. Cockpit. Im Cockpit wachsen mittlerweile jede Menge Pflanzen, ja. Und alles ist verdreckt. Oh. Nur eine Art Handschuhfach scheint noch unversehrt zu sein. Dann öffnen wir doch mal Im Handschuhfach liegt ein relativ gut erhaltener Pappkarton. Der Rest des Cockpits ist zerstört, verdreckt und von Pflanzen überwuchert. Wir haben einen Pappkarton. Dann schauen wir uns den Pappkarton an. Mal schauen, was sich in diesem Karton befindet. Sieht aus wie ein altes Funkgerät. Schauen wir uns das alte Funkgerät doch mal an. Ein Funkgerät mit handbetriebenem Generator. Man erzeugt Strom, indem man diese kleine Kurbel an der Seite dreht. Oh. Die Kurbel hat sich von der Welle gelöst. Muss alles kaputt machen. Okay. Dann schauen wir uns die kleine Kurbel an. Diese kleine Kurbel hat sich von der sechseckigen Welle des Funkgeräts gelöst. Falls ich das alte Ding mal benötigen sollte, kann ich die Kurbel ja wieder auf die Welle stecken. Okidoki. Abdeckung. Hier ist eine Metallplatte aufgeschraubt. Nehmen wir mit. Die Abdeckung ist mit 4 Sechskantmuttern festgeschraubt. Was ich damit sagen will, ohne Werkzeug bekomme ich die nicht ab. Ach, aber hier, mit der Kurbel, komm. Das nenne ich Glück. Die kleine Kurbel passt nahezu perfekt auf die sechseckigen Schrauben, mit denen die Abdeckung am Flugzeug befestigt ist. Unter der Abdeckung ist ein langes Kabel, das zur Elektrik des Flugzeugmotors gehört. Ich nehme es mal mit. Genau. Der Holy Dad schreibt, manche Haie können auch in einem Salz-Süßwasser-Gemisch leben. Jo, das geht natürlich auch. Aber ich glaube, der Brocken, so wie der aussieht, sind dann kleinere. Ich glaube, so Riesenbrocken. Aber ich weiß nicht. Es ist... Halt, warte mal.
kannst ja mal mit dem Hai diskutieren. Hey, du bist hier, bist hier falsch. Das Wasser ist nicht so, wie es sein soll. Ja, ich bin aber trotzdem hier. Was ist dann? Insofern. Schon richtig. Also, wir haben eine Bassschnur, wir haben ein Kabel. Ein langes Stromkabel aus dem abgestürzten Flugzeug. Wieso unbedingt ein Stromkabel? Ich verbinde das eine Ende des Kabels mit den Kontakten des Funkgeräts. Ich will den Generator des Funkgeräts im Moment nicht in Betrieb nehmen. Mein Gefühl sagt mir, dass ich den alten Kasten nicht unter Strom setzen sollte, solange ich ihn in den Händen halte. Soll das jetzt die Lösung sein? Dann wäre ich etwas enttäuscht. Dann wäre ich doch etwas enttäuscht. Okay, gut. Anyway. Zurück zum... Oh. Klar, ich setze mit dem Funkgerät und so eine Handkurbel. Die Lagune unter Strom. Das Funkgerät kann man elektrisch aufladen und den Strom über das Kabel ins Wasser leiten. Da Haie über sehr empfindliche Sinnesorgane verfügen, reicht bereits eine Spannung aus, um selbst diesen Burschen zu vertreiben. Leider schwimmt der Hai sehr tief und der Generator im Funkgerät ist kein Kraftwerk. Der Plan funktioniert nur, wenn sich der Hai zum Zeitpunkt des elektrischen Impulses in unmittelbarer Nähe des Kabels befindet. Ja. Leider wird ihn das blanke Kabel nicht sonderlich interessieren und aus der Tiefe locken. Okay. Gut. Nur diese Statue ist vom... Okay. Nee. De Paddel, hallo! Grüße! Bis zu 130 Kilo wegen die? Drum Bullenhai? Ah ja, okay. Gut. Mich als Köder benutzen! Gebi! Nein! Obwohl, ich kann ja mal reinspringen. Solange der Hai dort unten herumschwimmt, bleib ich lieber an Land. Feigling. So, irgendwas wollte er... Nein. Was ist denn hier? Ein leerer Karton aus sehr dicker Pappe. Wieso sehr dicke Pappe? Und wieso habe ich einen Tonkrug mit Wasser? Das Wasser hat die Pappe eingeweicht. Okay, das habe ich verstanden. Jetzt haben wir feuchte Pappe. Das ist ja mal sehr schön. Und dann so ein bisschen sinnlos. Diese kleine Kurbel. Ich gehe mal zurück. Jetzt habe ich wahrscheinlich gar nicht richtig aufgepasst. Wir haben ja noch eine brennende Feuerstelle. Wir haben noch Schilfbündel. Okay. Da nimmt er sich wieder eins. Aha. So. Können wir in die Hütte gehen? Der Alte ist nicht mehr in seiner Hütte. Genau. Er wollte ins Nachbardorf marschieren, um den anderen Bewohnern seines Dorfes zu berichten, dass die Tigergefahr nun gebannt ist. Guck doch mal nach. Vielleicht hat er eine Taucherausrüstung mit einer Harpune. Warum soll ich den leeren Tonkrug aufs Feuer stellen? Ich weiß es nicht. Lasst mich mal überlegen. Ich glaube, ich hätte bei der einen Stelle besser zuhören sollen. Das habe ich ein bisschen verdonkt. Als Junge bin ich natürlich gern auf... Aber die Zeiten... Das hatten wir schon. Das Blut. Blutflecken. Ja. Das Blut ist ein... Ist getrocknet. Dann müssen wir... genau. Blut. Genau. Zwar keine Piranhas, aber egal. So. Tuch. Dann... Einmal Wasser, kommt sofort. Warum ich jetzt den Pappkarton nass gemacht habe? Naja, gut.
Ach so, Fun Fact. Piranhas sind eigentlich relativ harmlos. Weil es, glaube ich, auch Aasfresser sind. Nee, das will nicht so richtig. Hallo, wieso? Warte mal, die Idee klang aber gut. Das Tuch? Tonkrug mit Wasser, lässt sich aber nicht kombinieren. Ist denn, muss ich vielleicht vorher was kombinieren? Nein, nein, nein. Feuchte Pappe. Wieso? Ich fand die Idee sehr gut. Solange der Hai dort unten herumschwimmt. Ja, wissen wir. Warte mal, was ist denn eigentlich hier nochmal mit den... Hier überwuchern Schlingpflanzen eine alte... Feuchte Pappe? Nee. So auch. Nein, auch nicht. Mal schauen. Nein, hier haben wir alles. Nochmal weg. Ach so, wenn es bei World of Warships das Mal 3 endlich freigeschaltet gibt, könnt ihr es gerne schreiben. Dann würde ich vielleicht sogar wieder rübergehen zu World of Warships. Aber heute machen wir ganz gemütlich mal Lost Horizon. Die dritte Sitzung. Für alle Leute, die jetzt gerade einschalten und sich wundern, warum ich Lost Horizon und nicht World of Warships spiele. Hab ich hier irgendwas übersehen? Wie es aussieht, nicht. Da drin gibt es bestimmt widerliche, fette Blutegel. Blutegel? Ist denn, wenn ich die Blutflecken erst mit Wasser begieße? Das wird den Blutfleck wieder aufweichen. Okay, es ist nur andersrum. Also Wasser auf dem Blutfleck und jetzt das Tuch auf. Ja. Okay, gut. Voll Teufel. Blutiger Schlamm bleibt am Lappen kleben. Das Tuch mit Hühnerblut, das sollte ausreichen. Okay, gut. Dann zurück zu unserem kleinen Hai. Wo ist er? Da oben. Ich meine, gut, der Hai springt ja jetzt nicht raus und so, aber das ist dann immer so, ich weiß nicht, so mit gewissen Ködern, so nach dem Motto, put, 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 ich weiß nicht. Das Blut am Lappen würde den Hai sicherlich anlocken, ja. Aber will ich ihn nicht eigentlich vertreiben? Da hast du was wahr, aber irgendwie müssen wir doch jetzt noch, kann ich... Ich knote den blutverschmierten Lappen an das lose Ende des langen Kabels. Ja... Jetzt haben wir ein Funkgerät mit Kabel und blutig. Das. Okay. Das Funkgerät kann man elektrisch aufladen und den Strom über das Kabel ins Wasser leiten. Da Haie über sehr empfindliche Sinnesorgane verfügen, reicht bereits eine schwache Spannung aus, um selbst diesen Burschen zu vertreiben. Leider schwimmt der Hai sehr tief und der Generator im Funkgerät ist kein Kraftwerk. Dank dem Lappen als Köder sollte es aber klappen, den Hai näher heranzulocken. Dem Hühnerblut kann er sicher nicht widerstehen. Und dann kurbeln wir und er macht Aua und geht weg. Da kommt er hier. Dum, dum, dum. Es klappt. Der Hai ist nach oben gekommen und umkreist nun das Kabelende mit dem blutigen Lappen. Ich sollte mich beeilen, bevor der Hai mit seinem Beutecheck fertig ist und den Lappen samt Kabel und Funkgerät in die Tiefe reißt. Jetzt kriegt er hier den... Falls das Ding noch einwandfrei funktioniert, dann jage ich gleich gigantische 40 Volt durchs Wasser. Boah, 40 Volt, aber... Und der Hai jetzt so, Hilfe! Hui! Phantom Paddock, Albtraum indischer Raubtiere. Der Hai ist weg und damit steht einem ausgiebigen Tauchgang zur Tempelruine nichts mehr im Weg. Na also. Okay, gut. Dann springen wir da gleich mal rein. Ich hoffe, er kann lange genug die Luft anhalten.
Genau, ja. Und was wollte ich noch sagen? Genau, mein Lieblingssatz aus Der Weiße Hai, also der erste Teil, danach kannst du ja alle vergessen, ne, ist, wir brauchen ein größeres Boot. Das ist der beste Spruch. Oh, es gibt hier eine Sauerstoffanzeige. Oh oh. Kann man jetzt hier sterben? Ich hoffe nicht. Automatisch will ich ein WASD irgendwie benutzen. Schlechter Scherz. Wie soll ich das denn bitte eintreten? Ich weiß es nicht. Schwimm erstmal nach oben. Dann speichere ich erst nochmal. Interessant, wie er unter ich Wasser... Ich habe sicher viele Stärken. Ja. Die Luft ewig anzuhalten gehört leider nicht dazu. Gib dir mehr Mühe. So kann ich nicht arbeiten. Hm? Speichern. So. Spiel gespeichert.